48.169. So viele Photovoltaikanlagen gibt es derzeit in Niederösterreich. Und es kommen fast täglich neue dazu. Alleine bis 2024 werden 50.000 Paneele auf öffentlichen Gebäuden des Landes errichtet. Gemeinsam ergeben sie das Sonnenkraftwerk Niederösterreich, umgesetzt als das größte Bürgerbeteiligungsprojekt Europas. Ein Finanzierungsmodell, das sich im blau-gelben Bundesland schon seit längerem bewährt hat. So wurde in jeder fünften niederösterreichischen Gemeinde zumindest ein Photovoltaikprojekt mittels Bürgerbeteiligung umgesetzt. Die Marktgemeinde Bönkirchen ist eine E5-Gemeinde und für uns hat natürlich der Klimaschutz einen ganz hohen Stellenwert. Dank der Unterstützung des Landes sind wir die 100. Gemeinde, die so ein Projekt umsetzen darf. Und ich glaube, dass die Resonanz in der Bevölkerung sehr groß ist und wir sind überzeugt davon, dass es ein gutes Argument ist, die Bevölkerung hier bei so einem Projekt mit einzubeziehen, damit auch die Bevölkerung selbst einen Teil für den Klimaschutz beitragen kann, wenn sie persönlich nicht die Möglichkeit haben. Wenngleich man sich in Niederösterreich auch der Verzehnfachung des Sonnenstroms bis 2030 verschrieben hat, erfolgt dies nicht um jeden Preis. Vor allem was die Freiflächen betrifft, gibt es klare Richtlinien, wo Photovoltaikanlagen errichtet werden dürfen. Naturschutzflächen und hochwertige Ackerflächen sind vorerst tabu. Verwendet werden sollen Flächen, die weder für den Naturschutz noch für die Landwirtschaft interessant sind. Darüber hinaus sollen sogenannte Sonneninseln geschaffen werden. Darunter versteht man die Kombination von Photovoltaikanlagen mit biodiversitätsfördernden Maßnahmen, also der Schaffung von Blühwiesen und kleinen Biotopen. Ein solches Vorzeigeprojekt befindet sich in Meißeldorf. Unser geheimnisvoller Ort ist der ehemalige Steinbruch der Gemeinde Meißeldorf, der über viele Jahre bewirtschaftet wurde und jetzt leer steht. Damit eignet er sich optimal für eine Nutzung, für eine Photovoltaik-Freifläche und ist nicht nutzbar für Bauplätze oder auch für die Erzeugung von Nahrungsmitteln. Und daher hat sich die Gemeinde entschieden, dieses Projekt zu entwickeln. Gerade was die Planung und Umsetzung von solchen Sonneninseln betrifft, steht die Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich mit Rat und Tat zur Seite. Ebenso wie bei der Planung von Energiegemeinschaften. Dabei vernetzen sich Erzeuger von erneuerbaren Energien mit jenen, die dazu keine Möglichkeit haben. Entweder lokal, also beispielsweise zwei Nachbarn, oder regional. Ziel dieser Energiegemeinschaften ist die dezentrale Erzeugung von grünem Strom, der im Verbund genutzt werden kann. Dadurch wird das öffentliche Netz entlastet und Energiespitzen abgefangen. Der Zeitpunkt für Energiegemeinschaften, der ist jetzt gerade richtig. Denn damit gelingt es, den Strom dorthin zu bringen, wo er wirklich gebraucht wird. Wenn man Photovoltaikanlagen hat, dann produziert man einfach, aber auch dann, wenn einfach Überschuss auch da ist. Und mit diesen Energiegemeinschaften, da verkürzt sich die Amortisationszeit natürlich dementsprechend. Und das Schöne ist, wir können auch Private da einbinden. Auf das freue ich mich schon, wenn wir bei uns, bei diesen vier Standorten wirklich eine Energiegemeinschaft zusammenbringen. Wie in vielen Bereichen wird auch bei den Energiegemeinschaften das Land Niederösterreich eine Vorreiterrolle übernehmen. Dazu wurde bereits eine Tochterfirma gemeinsam mit der EVN gegründet, die Energiezukunft Niederösterreich. Schon jetzt haben mehr als 100 Gemeinden ihr konkretes Interesse an einer Energiegemeinschaft angemeldet. Und es werden jeden Tag mehr.